Bremen 1, die Chronik. 15. März 1994. Heute, vor 25 Jahren, starb der Kabarettist Jürgen von Manger. Markus Rudolph. Das war noch Fernsehen. Werden sich ja viele mangern. Denn das ist ein stehender Begriff in den 80ern, wenn jemand seine Kunstfigur Adolf Techtmeier imitiert. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Damit wäre mein Vorspruch in Hochdeutsch auch schon am Ende. Und ich kann das Wort weitergeben an den Herrn Adolf Techtmeier aus dem lieblichen Ruhrgebiet. Das ist er hier mit die Kappe, ne? Ja, also, auch nochmal, namens allerseits. Der 1923 in Koblenz geborene Hans-Jürgen Julius Emil Fritz von Manger will ursprünglich wie sein Vater Jurist werden. Als Schüler lernt er als Statist das Theater lieben und landet dadurch auf der Schauspielschule und schließlich auf der Bühne. Sein alter Ego, Techtmeier, schafft es zunächst nicht dorthin, sondern nur kurz davor in die Theatergarderobe. Kollegin Tana Schanzara erinnert sich. Wir waren ein glückliches Ensemble durch diese Geschichten, die der uns jeden Tag da gebracht hat. Wir haben ja nie geglaubt, dass das jemals eine Berühmtheit wird. Wir haben immer gedacht, die macht er nur für uns. In der Silvesternacht 1961 wird er eine Berühmtheit. Der NDR sendet den Sketch Schwiegermuttermörder. Adolf Techtmeier als Angeklagter vor Gericht. Es ist sein Durchbruch. Dann haben Sie sie mit dem Brotmesser erstochen. Nein. Ja, einer muss es doch gemacht haben. Die Heinzelmännchen waren es doch wohl nicht, oder? Tja, müsste man mal erkundigen. Wie vielleicht einer von diesen Schlümpfe. Es folgen zahllose Auftritte in Film und Fernsehen. Darunter seine erfolgreiche ZDF-Serie Techtmeiers Reisen. In der Sendung lernen wir zum Beispiel, dass Wanderdünen auf den Kanaren einfach so durch die Gegend am Latschen sind und was das Besondere an Schottland ist. Denn gibt für Schottland ein Prinzip. Umfahren, anhalten, aussteigen, begucken, schön finden und weiterfahren. Zwischenzeitlich können viele Menschen von Manger und Techtmeier kaum noch auseinanderhalten. Das trifft auch seine Frau Ruth, mit der er 42 Jahre verheiratet ist. Wie oft bin ich als Frau Techtmeier angesprochen worden? Nun habe ich es nicht korrigiert, weil ich es auch selber lustig fand, ne? Sie ist es auch, die ihn 1985 ins Krankenhaus bringt. Der Schlaganfall ist das abrupte Ende seiner Karriere. Seine Wahlheimatstadt Herne ehrt ihn mit einer Jürgen-von-Manger-Straße und einem bis heute stattfindenden Nachwuchswettbewerb namens Techtmeiers Erben. Am 15. März 1994 stirbt Jürgen von Manger kurz nach seinem 71. Geburtstag, heute vor 25 Jahren. As time goes by. Bremen 1, die Chronik. Jederzeit auch in der ARD-Audiothek-App.